Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mal wieder mit einem Blutpunkte-Video am Start. Wir haben ja gestern nach der Freddy-Runde einfach mal ganz frech die 1 Million wieder voll gemacht. Und die Punkte wollen natürlich auch mal wieder ausgegeben werden. Und ich dachte mir, okay, Blutpunkte-Video haben wir, glaube ich, wirklich schon Ewigkeiten nicht gemacht. Dementsprechend würde ich ganz gerne doch mal wieder hier zur Tat schreiten. Und den Entitus ein bisschen mit Blutpunkten abschmeißen. Mal gucken, ob ich oben nochmal... Ja doch, kriege ich auf jeden Fall noch die 100%. Ich level gerade Bill. Das ist der nächste Survivor, den wir in Angriff genommen hatten, als es diese ganzen Blutpunkte während des Geburtstagsevents gab und man gar nicht mehr so richtig wusste, wohin damit. Ich habe auf Killer-Seite auch natürlich ein bisschen gelevelt während der Zeit. Ich glaube, der Trickster ist auch noch nicht fertig. Der muss noch fertig gelevelt werden. Und natürlich müssen auch noch die beiden neuen Killer, also haha, ist auch schon einfach 3 Monate her, dass jetzt Nemesis rausgekommen ist, ne, wie schnell die Zeit doch eigentlich vergeht. Ich würde ganz gerne eigentlich ihm noch hier das Map Offering gönnen, bevor wir ihn dann rüberschicken. So, startet du mal ruhig woanders, genau, Map Offerings kannst du dir gerne snacken, gar kein Problem. Und ich glaube, Bill müsste auch bald eigentlich schon fertig sein. Also, da sind wir jetzt schon ein bisschen was länger dran am Werkeln. Vielleicht schaffen wir es sogar in diesem Video, ich weiß nicht. Ich habe vorher leider nicht geguckt. Hätte ich mal machen sollen, damit ich ein bisschen vorbereitet bin, weil ich weiß auch gar nicht so recht, was ich machen soll. Und wenn er jetzt fertig wird, wo wir dann die Blutpunkte reinballern. Aber ich glaube, den Trickster, wenn er noch nicht fertig ist. Ich meine aber, ich habe ihn nicht fertig gemacht. Naja, gut, wird sich dann ja früher oder später auch nochmal zeigen. Aber wir haben sehr viele Sachen hier auf Stufe 3 jetzt. Warte mal, ich muss einmal jetzt hier Seite 1. Seite 7 sind noch auf Stufe 2. Oh, okay, das sind nur noch... Oh, es sind nur noch 6 Sachen hier. Oh, okay, das heißt... Das heißt nur noch 4 Blutnetze. Gut, da muss ich doch nochmal wohl... Ich sammle mir erstmal hier eben kurz den Bonus ein. Hat er noch eine Freddy Daily, die sich dann ja gestern auch erledigt hatte. So, wenn wir dich jetzt ein bisschen hier runterlatschen lassen, ist das vielleicht sogar die bessere Option. Ja, natürlich gehst du dahin. Na komm. Dann machen wir es halt so. Der Entitus immer, ey. Der macht das Spiel immer so, wie es ihm gefällt. Ne? Naja, macht man nichts dran. So, Leute, was gibt's sonst so zu erzählen hier DBD-technisch? Ich bin ja aktuell gar nicht so viel im DBD-Game, wie das vor ein paar Monaten noch gewesen ist. Wir machen aktuell auch so viele unterschiedliche Dinge. Bei Hunt Showdown war jetzt zum Beispiel gerade auch ein Event am Laufen, dass ich auch versucht habe, halt möglichst abzuschließen. Da gab es Skins, die man freischalten konnte. Und bisher war es auch immer so, dass man die Skins dann halt später nicht nochmal bekommen konnte. Deswegen dachte ich mir so, ja, mal ein bisschen was reinballern da. Und dementsprechend ist DBD so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen in Angriff nehmen, dass ich mit dem Leveln endlich mal hinterherkomme. So, das ist jetzt schon das vorletzte Blutnetz, Leute. Wenn ich das richtig sehe, sollten wir jetzt dann nach dem nächsten Blutnetz durch sein. Schade, das hätte ich mir eigentlich ganz gerne gegönnt. Und dann ist Bill auch schon wieder perfekt. Dann ist er mit sämtlichen Sachen ausgestattet, die ein alter Mann sich so wünschen kann. Ich glaube, er ist auch jetzt erstmal die letzte oder der letzte von den verbliebenen Survivern, den wir leveln. Ich glaube, die anderen... Also man könnte halt überlegen, ob man nochmal... Wer war denn das? Ich glaube, Kate, Jane und David oder so. Ja, er ist durch, ne? Damit haben wir alle Fähigkeiten, die man aktuell haben kann, auch auf Bill. Also genau, Fang, Jane... Und David, müssen sie ja, und David. Die habe ich halt damals nicht prestigiert. Könnte man nochmal überlegen, ob man das in Angriff nimmt. Ansonsten, ihr seht schon, die anderen Leute sind inzwischen wirklich Prestige 3 zum Großteil. Nia und Laurie müssen natürlich nackt bleiben, ne? Das ist halt so der... Wir haben ja wirklich sonst alle eigentlich. Ja, Nia und Laurie bleiben so, weil das halt so der Gag ist, dass die Stufe 1 sind. Auf Nia, das ist halt ganz lustig. Die Leute, die neu sind, werden sich wahrscheinlich wundern. Damals war es so, dass man auch die Addons mit rausnehmen konnte. Und Nia haben wir noch nie gelevelt, oder trotzdem hat sie ein nagelneues Teil. Weil irgendjemand
von meinen Random Mates mal ein nagelneues Teil mit reingenommen hat, das nicht benutzt hat, und dann habe ich den Werkzeugkoffer rausgetragen mit ihr. Ach ja, schöne Erinnerung hier immer. Und ja, Clödia und Jake, die haben noch die ganz alten Blutnetze, habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt, aber es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. So sahen die Blutnetze früher aus. Ja, ihr seht, das ganze Blutnetz ist voll, es gibt keine Position, wo es frei wäre, und so sahen damals alle Blutnetze aus. Und ihr seht zum Beispiel auch hier, um die lehrbare Fähigkeit zu bekommen, musste ich hier einen sehr langen Weg nehmen. 5 Sachen musste ich mir einsammeln. Das haben sie inzwischen ja auch geändert. Aktuell erreicht man, glaube ich, jede Position im Blutnetz immer mit maximal 3 Schritten. Und das war halt damals nicht der Fall. Ihr seht hier auch zum Beispiel 1, 2, 3, 4, damit man hier hinkommt. Da gab es noch nicht so diese Regeln. Hier auch 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich hier hinkommen möchte. Wenn jetzt hier wieder die Fähigkeit gewesen wäre, ne? Da sind die Blutnetze dann jetzt doch ein bisschen was einfacher. Und ihr seht, auch hier wieder Blutnetz komplett voll. Und inzwischen ist es halt so, hier kann man zum Beispiel bei Bill sehen, den wir ja gerade gelevelt haben. Selbst auf Level 50 sind die Blutnetze noch nicht ganz voll. Früher waren sie, glaube ich, auch auf den ersten Leveln. Hier kann man, upsala, konnten wir bei Nia oder bei Lori Kümmers auch sehen. Die ersten Blutnetze sind, glaube ich, nicht... Genau, die ersten Blutnetze waren einfach immer so... Müsste ja ein altes Blutnetz eigentlich gewesen sein. Aber die wurden halt ziemlich schnell ziemlich groß. Deswegen gab es dann ja auch irgendwann diese Legacy-Geschichte da. Dass du da bestimmte Outfits nochmal bekommen hast. Und ich glaube, ach, ihr seht, hier habe ich sogar noch. Gibt es inzwischen auch gar nicht mehr, ne? Die Sachen, die das Licht, die Lichtverhältnisse ändern. Das Sichelmond-Bouquet gibt es gar nicht mehr. Oder kann man, gibt es noch, aber man kann die nicht mehr droppen. Eine Opfergabe, womit man die Lichtverhältnisse auf der Map beeinflussen konnte. Hat auf manchen Maps dazu geführt, wenn man jetzt maximale Dunkelheit gemacht hat, dass man halt teilweise wirklich die Hand vor Augen nicht sehen konnte. Ich glaube, bei Clödia haben wir zum Beispiel auch noch ein paar Sachen, die manch einer vielleicht gar nicht kennt. Denn guck mal hier, was hier an einem Dingens. Was ich damals auch noch gemacht habe, ne, wo ich hier hingegangen bin, damit er mir es nicht klaut. Heutzutage wäre es halt so geil, wenn der Entidus kommt und hier hingeht und alles weggeklaut wird. Damals, ja, weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht habe. Man hätte ja auch einfach immer weiter leveln können, war eigentlich halt ein bisschen fail. Hier ist sogar noch ein Blutstillungsmittel grün. Ja, ist inzwischen auch lila geworden. Und das hier kennen manche Leute vielleicht auch gar nicht. Das ist ein Map-Offering. Die gibt es inzwischen ja auch nur noch in der grünen Qualität. Damals gab es die halt in 3 unterschiedlichen Qualitätsstufen. Grün, gelb und braun. Und bei Jake hatte ich, glaube ich, auch eine Spritze, ne? Genau, eine lila Spritze. Damals war die Spritze lila. Müsst ihr euch mal überlegen, die Spritze war damals lila und hat dich direkt komplett hochgeheilt. Wenn jemand am Boden lag und du hast ihm die Spritze reingedrückt, war er direkt komplett gesund. Und das war halt einfach ein lila Offering, ey. Ach ja, DBD war schon ein richtig balanced Game damals. Nagelneues Teil im Übrigen. Weiß ich gerade nicht. War die Qualitätsstufe auch lila? Ich weiß nicht. Selbst wenn es pink gewesen ist, das nagelneue Teil damals... Hat einen Generator direkt fertig repariert, wenn du rangegangen bist, Leertaste gedrückt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht als Killer, wenn man gegen 4 Survivor gespielt hat, die alle ein nagelneues Teil dabei hatten. Ist schon lustig, ne? So aus heutiger Sicht, ey. Aus heutiger Sicht ist ja manchmal schon so, hast du so Runden, wo du dir denkst, oha, Gen Rush. Das ging jetzt aber ziemlich flott. Ja, damals ging das noch flotter alles. Damals war alles besser. Zumindest aus Survivor-Sicht, obwohl ob das besser war. Ja, hier habe ich noch ein bisschen was an Blutpunkten, die wir rausballern können. Dann lass uns doch mal eben hier schnell fertig leveln. Ich muss noch mal ein bisschen mehr Killer spielen, Leute. Wie ihr seht, ich bin gerade noch Schmutz 3. Da muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen was gemacht werden. Aber man bekommt ja sowieso nur Blutpunkte als Belohnung, ne? Das finde ich irgendwie... Ich meine, um einen hohen Rang zu erreichen, musst du sowieso so viel spielen... Verstehe ich gar nicht, wie man dann auf die Idee kommt, ach ja, was könnte man als Belohnung geben? Wie wäre es mit noch mehr Blutpunkten? Als ob man dann nicht schon genug Blutpunkte bekommen hätte. In der Zeit, in der man halt eben dann gezockt hat. Naja, gut. Ich meine, ich bin ja auch ein Blutpunkte-Geier vor dem Herren, aber ich bin halt inzwischen wirklich an so einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr so viel mit den Blutpunkten machen kann. Außer immer weiter leveln, immer noch mehr Items und so weiter freischalten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, auf den meisten Survivern habe ich noch so viele Items. Ich könnte, glaube ich, eigentlich wirklich jede Runde mit einem Item reingehen. Muss nicht mal das schlechteste Item sein. Es können sogar ein paar gute Items mit am Start sein.
Und ich könnte, glaube ich, zig Runden spielen. Also es ist wirklich insane. Deswegen, ja. Weiß noch nicht so genau, was ich von diesen Season-Belohnungen halten soll. Ich glaube halt, also mich locken die jetzt nicht unbedingt hinterm Schreibtisch hervor. Die, ich glaube, 500.000 Blutpunkte sind es, ne? Wenn du am Ende der Season dann auf dem höchsten Rang bist. Irgendwie sowas. Hab mich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich damit beschäftigt. Ja, ansonsten Trickster, wenn der jetzt fertig ist. Ich muss echt mal irgendwie einen Tag nehmen, wo ich dann mit Pinhead und dem guten alten Nemesis spiele. Denn die beiden haben auch noch so viel Blutpunkte-Offerings. Ach, verdammt. Schade, wenn er hier unten lang gegangen wäre. Ich hätte hier dicht machen sollen, dann hätte er hier unten noch ein bisschen was weggeklaut. Nemesis und Pinhead haben aktuell noch so viele Blutpunkte-Offerings, dass ich die eigentlich gar nicht hochleveln will, sondern erstmal ganz gern die Offerings rausballern würde. Nee, lohnt sich nicht. Der kann einfach da unten jetzt starten. Kann ihn aber auch gerne wieder woanders hinschicken. Vielleicht lohnt sich das ein bisschen mehr, wenn er hier oben lang geht, fällt immerhin das weg. Ja. Ansonsten hat das jetzt auch nicht ganz so viel gebracht. Ne? Trickster. Auch lustig eigentlich, ne? Ich spiele den ganz gerne. Ist schon irgendwie. Ich finde die letzten Killer, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber die letzten Killer, die jetzt so rausgekommen sind, finde ich, machen im Großen und Ganzen echt schon Spaß, wenn man sie zockt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die alle drei jetzt nicht unbedingt so zu den stärksten Killern gehören, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass Behavior irgendwann nochmal hinkommt und sagt, guck mal hier, wir hauen nochmal einen Killer raus, der so stark ist wie Spirit oder wie die Krankenschwester. Aber hey, ich lasse mich natürlich gerne überraschen, ne? Wäre aber natürlich auch die Frage, welche Mechanik noch stark sein könnte. Krankenschwester durchbricht ja wirklich so die Grundmechaniken des Spiels teilweise. Das macht sie natürlich mega stark, ne? Wenn die Loops halt einfach keine Safe Loops mehr sind oder gerade auch auf manchen Maps, wo man über mehrere Etagen spielen kann, da kann die Krankenschwester ja auch ihr volles Potenzial entfalten, ihre ganze Stärke. Tja, wenn du jetzt da hingehen würdest, das wäre so schön gewesen. Schade, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Der gute alte Enditus, Leute. Von mir aus könnten sie auch immer noch irgendwie einen Modus reinpacken, wie ich hier ein bisschen schneller leveln kann. Weil wenn man so viele Blutpunkte wieder am Start hat, einen kannst du den noch geiern eigentlich. Wenn man so viele Blutpunkte wieder am Start hat, dann dauert das halt immer Ewigkeiten. Wäre geil, wenn du hier einfach einen Haken setzen könntest irgendwo und dann aktivierst du quasi so Quick-Buy-mäßig, dass du einfach nur noch anklickst und du hast das direkt gekauft. Oder auch vielleicht, ist natürlich ein bisschen schwieriger zu implementieren, weil man irgendwie noch eine Anzeige reinbauen müsste mit dem Enditus oder was, dass ich direkt hier hinklicke und er dann automatisch direkt dahin geht. So, weil es wäre ja eigentlich safe. Der Enditus kommt jetzt sowieso noch nicht und wenn ich jetzt hier hinklicke, dann würde er sich ja auf jeden Fall an eine dieser drei Positionen einfinden. Deswegen, weiß ich nicht, vielleicht ist das irgendwann mal ein Ding. Aber sie haben es ja sogar schon beschleunigt, ne? Das hier, also so wie es jetzt geht, ist schon doppelt so schnell wie früher. Muss man überlegen. Damals haben die Animationen hier doppelt so lange gebraucht. Und zusätzlich kam jedes Mal, wenn du dir was eingesammelt hast, dieser Infobildschirm, was du eingesammelt hast. Total bescheuert eigentlich. Das kennt man jetzt nur von der Kiste. Kannst euch ja gleich mal zeigen, was ich meine. Die alten Hasen, die werden es sowieso wissen. Aber ist immer, glaube ich, ganz interessant mal so für ein paar Leute, die vielleicht noch relativ neu bei DBD sind, so ein paar alte Anekdoten zu hören hier aus meiner Jugend, ne? Wenn du jetzt eine Geheimkiste einsammelst, dann öffnet sich das ja hier so und du siehst halt, was du eingesammelt hast. Früher war es halt wirklich, also da hat sich natürlich diese Box nicht geöffnet, aber du hast was angeklickt und dann kam dieser Infobildschirm. Ach ja, also ein paar Quality of Life Changes gab es auf jeden Fall schon im Blutnetz. Auch natürlich, dass man nicht mehr ganz so viele Blutpunkte hier reinballern muss. Damals war das noch, ach warte mal, das war doch auch noch anders, ne? War das damals, jetzt geht's ja so, alle Sachen hier sind gleich teuer, je nach Farbe, ne? 3000, dann auf 4000, die grünen 5000, 6000, bis die pinken Sachen dann 7000 halt eben kosten. Und damals war es so, dass der innere Ring, glaube ich, der günstigste war. Ich weiß aber gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie teuer die Sachen waren. Dann kam der äußere Ring,
Der mittlere und dann der äußere, so rum. Also nach außen hin wurden die Sachen immer teurer. Ne? Oder war das so rum? Ja, ich glaube schon. Hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung gehabt. So, da muss er schon hingehen, damit das hier... Ah, ich habe keine Blutpunkte mehr. Okay. Ja gut, ich könnte noch... Achso, warte mal, das könnten wir nochmal machen. Komm nochmal hier, das Video künstlich in die Länge ziehen. Ich habe hier noch ein paar Aufgaben, die ich noch einsammeln kann. Dann komme ich auch nochmal im Pass ein bisschen weiter voran. Geht ja auch nur noch 22 Tage. Dann muss ich auch nochmal ein bisschen... Geh weg da jetzt. Muss ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mich beeilen, noch ein paar mehr Aufgaben machen. Aber wenn wir die jetzt alle einsammeln, sollten wir schon mal ein paar Level wieder gut gemacht haben. Blutpunkte technisch sieht das auch gut aus. Ja, guck mal hier. Noch so viel offen, was ich hier noch einsammeln kann. Leute, das wird... Dann werde ich hier ein richtiges Deluxe-Blutpunkt-Ausgeb-Video. Aber wäre schon nice, wenn der Trickster dann jetzt auch in die Rotation reinkommt. Dann lass uns mal in den Spalt reingehen, sammle ich nochmal ein bisschen was ein hier. Ah ja, Level 53 sind wir jetzt immerhin. Das heißt noch 17 Level. Und dann sind wir hier auf der höchsten Stufe, Level 70. Ja, sollte klar gehen. Ich finde diese Figuren ja so cute irgendwie immer, ne? Wie er hier versucht, sein Essen vor den Eichhörnchen zu verteidigen. Ey, wenn sie so eine Schlüsselanhänger wirklich in ihren Shop reinpacken würden, ich glaube, das wäre schon... so eine eklige Zecke. Widerlich. Wer kommt auf so eine Idee, ne? Also wenn sie diese kleinen süßen Schlüsselanhänger hier bei sich in den Shop reinpacken würden, wird bestimmt der ein oder andere sich gönnen. Oder auch einfach nur so als kleine Figürchen, so ähnlich wie diese, wie heißen die, die mit diesem dicken Kopf. Kommen gerade nicht drauf. Die sammeln ja auch so viele Leute, da könnten die bestimmt auch, so eine Sammelfiguren einfach rausballern. Also sie sehen ja schon süß aus, muss man ja schon sagen. Gut, dann lass uns die nächsten 600.000 Blutpunkte auch noch hier reinballern in den Trickster. Der Junge ist immer noch nicht satt, Leute. Ich soll da erstmal vielleicht, obwohl... Ich glaube, ich habe noch nicht alle Sachen auf Stufe 1. Ne? Bei wie viel waren wir jetzt? Auf Seite 6. Auf welche Seite kommen wir denn? Ah, auf Seite 6. Ach so, Sekunde mal. Ich glaube, die hat noch nicht die... Ich glaube, die hat noch nicht die neuen Fähigkeiten, genau. Die von Pinhead, die müsste er jetzt ja schon bekommen haben. Hier haben wir ja eine, ne? Ne, Nemesis ist das. Pinhead habe ich aber auch schon so weit, dass der... Achso, vielleicht hat er die auch schon... Da ist er, ja, genau. Der Xenobit. Hat sie denn schon die von Nemesis, frage ich mich gerade. Oder hatte ich die bei Nemesis auch noch gar nicht gelevelt? Gerade gar nicht, wie die von Nemesis. Ich glaube, die müssen wir, glaube ich, auch noch leveln hier. Das heißt, dann müsste beim Trickster eigentlich sogar noch 3 Fähigkeiten fehlen. Gut. Ja, dann wäre es eigentlich das Beste, wenn wir erstmal die Sachen auf Stufe 3 wegnehmen, damit weniger in der Rotation drin ist. Ach ja. Blutpunkte ausgeben ist auch so eine Wissenschaft für sich, ne? Aber ich muss mal schauen, ich hatte auch erst überlegt, ob ich jetzt überhaupt noch auf Stufe 3 gehen will, also auf Prestige Stufe 3 mit den Killern, weil ich halt eben dieses Problem habe, dass ich da jetzt so viele Blutpunkte Offerings gerade noch in Reserve habe, dass ich überlegt habe, ja okay, ich könnte die natürlich jetzt auch einfach hochballern, aber dann weiß ich ja noch weniger, wohin mit den Blutpunkten. Irgendwo müssen die ja reinfließen, Leute. Keine Ahnung. Was macht ihr so mit euren Blutpunkten, wenn ihr keinen Charakter mehr habt, den ihr leveln könnt? Ja, wahrscheinlich sind gar nicht so viele Leute in der Bedrulle, in Anführungsstrichen. Ne? Die meisten Leute haben wahrscheinlich immer noch was zu tun. Ist ja nicht jeder so ein Suchti wie ich. Ich gönne mir mal das hier. Was soll der Geiz? Man muss ja auch mal pinke Sachen gönnen, habe ich gehört. 100%. Ah, schade. Ich hoffe natürlich. Yes, nice. Stufe 1er Sachen gehen eigentlich vor, aber Blutpunkte, Offerings, Leute, sind wir mal ehrlich, ey, die sehen schon immer sehr lecker aus für mich, ne? Da kann ich nicht widerstehen, da muss ich zuschlagen. Vielleicht muss ich mal die Woche irgendwie einen Abend Nemesis spielen oder so. Oder vielleicht eher Pinhead, weil bei Pinhead habe ich nicht ganz so viele Offerings wie bei dem guten Nemesis. Also Nemesis...
Lass mich lügen, aber ich glaube, da habe ich bestimmt so um die 30 Offerings oder so. Wir können ja gleich mal einen Blick werfen. Video ist eh schon so lang. Grüße gehen raus an alle Leute, die immer noch am Start sind und mir dabei zusehen, wie ich den wunderbaren Trickstar-Level... Oh, der hat übrigens ein neues Outfit bekommen. Sekunde mal, kann ich euch mal eben zeigen. Müsste das hier gewesen sein, ne? Oder? Das hier? Ne, ich glaube, das hier war das neue Outfit. Lass ich das einfach mal hier stehen, Leute. Schaut's euch an! Also die Outfits, die sie so raushauen. Das können die schon, ne? Outfits sehen schon immer ziemlich geil aus, muss ich ja sagen. Also, da kann man denen nicht so wirklich was vormachen. Bin ja mal gespannt, ob wir noch ein paar weitere Outfits für die Lizenzkiller hier hinten rausbekommen, ne? Sowohl Pinhead als auch Nemesis. Also Pinhead hat ja schon ein paar. Konnte man auch im Stream übrigens gewinnen. Nur mal so am Rande für alle Leute, die es vielleicht verpasst haben. Ein paar Keys habe ich sogar noch. Und zwar hatten wir das Hellraiser-Chapter verlost. Und es gab obendrauf sogar noch die Skins, die aktuell im Shop sind. Ziemlich nice auf jeden Fall. Dankeschön an Behavior, die die Keys wie immer zur Verfügung gestellt haben. Über das Fog Whisperer-Programm. Ein paar Keys sind noch. Ich habe noch ein paar Stranger Things DLCs, Leute, für die Steam-Version allerdings nur. Also wer da nochmal irgendwie sich denkt, oh ja, Stranger Things hätte ich ganz gerne und es sich noch nicht gegönnt hat, das wird ja rausgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Man munkelt ja, dass Netflix auch relativ zeitnah schon einen eigenen Gaming-Dienst an den Start bringen will. Da bin ich mal sehr gespannt, was sie da so geplant haben. Und da wollen sie dann natürlich ihre Franchises auch zu sich nach Hause holen. Ist natürlich logisch, wenn du dann irgendwie eigene IP hast, dass du dann auch willst, dass die halt eben exklusiv bei dir läuft. Einfach um natürlich größtmögliche Gewinne zu erzielen. So, wo gehst du jetzt lang? Wenn du jetzt hochgehen würdest, wahrscheinlich gehst du runter, ne? Oh, er geht sogar hoch. Dann können wir so machen. Zack, ist da oben dann direkt die Fähigkeit wegschnabuliert. Und wir freuen uns, dass wir hier nochmal das Map-Offering quasi gratis wegbekommen haben. Also wir dürfen gespannt sein, was uns da erwartet. Netflix muss sich natürlich hier auch in irgendeiner Form abheben, ne? Wenn man überlegt, jetzt hier Disney Plus ist jetzt auch an den Start gekommen schon seit einiger Zeit und Prime und Apple haben natürlich auch noch ihre eigenen Streaming-Dienste, wo man Serien und so weiter schauen kann. Da muss natürlich Netflix sich auch irgendwie was Neues überlegen, um weiter Kunden halt zu generieren oder zu halten zumindest. Halt irgendwie so, ja, ist irgendwie gerade alles so ein bisschen sich am Aufsplitten. Ich bin ja nicht so der Fan von, weil da musst du dir zig Streaming-Dienste holen. Wenn du denn wirklich alles sehen willst, so, keine Ahnung, musst du dich sonst halt eben entscheiden. Das war's jetzt tatsächlich mit den Blutpunkten. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ja, keine Ahnung, das ist irgendwie kein Plan. Bin mal gespannt, wie sich das noch so entwickeln wird, weil ich glaube, je mehr sich das halt eben aufsplittet, desto krasser könnte ich mir vorstellen, wird vielleicht auch irgendwann wieder diese Community an den Start kommen, wo du dann halt Filme einfach irgendwie auf irgendwelchen Seiten oder so dir anschauen kannst. Naja, warten wir mal ab. Also, Nemesis, Leute, ihr seht, Level 50, allerdings noch gar nicht prestigiert und das liegt halt eben daran, dass wir hier 38 Opferkuchen haben. 38 Runden müsste ich mit Nemesis spielen, wenn du mir überlegst. Also, beziehungsweise 40, weil wir haben hier noch zwei Partyluftschlangen und wir haben hier noch drei Puddings. Also, 43... Das sind, wenn du mal überlegst, dass eine Runde im Schnitt vielleicht 15 Minuten dauert, sind das schon 11 Stunden. 11 Stunden nur Nemesis. Und beim Xenobit habe ich hier 3 und 7, 10. Ist aber auch schon eine gute Anzahl, ne? Wahrscheinlich gehen die Runden im Schnitt auch ein bisschen weniger als 15 Minuten. Sagen wir mal, weiß ich nicht, du schaffst vielleicht, ja, zwischen 4 und 5 Runden ist aber schon realistisch, glaube ich, in einer Stunde, oder? Da ist schon ein bisschen Zeit, die ins Land zieht. Also der gute alte Pinhead hat ein paar Outfits bekommen gehabt. Das hier war das zweite Outfit, was er noch bekommen hat. Mit einem anderen Haken und mit einem anderen Gewand. Und das hier ist sein Standard-Outfit. Dann habt ihr das auch mal gesehen für alle Leute. Wie gesagt, die vielleicht hier noch nicht so wirklich am Start gewesen sind in den letzten Wochen im Stream. Gut, Leute, das wow. 24 Minuten. Dann würde ich mal sagen, ich bin aber mal ganz schnell raus hier. Schön, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Dankeschön fürs Zuschauen.
Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja sowieso, was zu tun ist. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Dead by Daylight. Und dann voraussichtlich auch wieder mit ein bisschen Gameplay, würde ich sagen. Bis dann, haut rein!